Zeit ist ein wertvolles Gut. Und ausgerechnet die läuft Jakob Bremer nach einem Autounfall davon. Mein Name ist Benita Brückner und ich werde alles dafür tun, um sein Leben zu retten. Sie Monster! Sie sind schuld daran, wenn Jakob stirbt! Beeilen Sie sich. Uns bleibt ungefähr noch eine Stunde. Es geht darum, was in den Heiligen Schriften steht. Das sind nun mal die Gesetze unseres Glaubens und das wissen Sie, Frau Bremer. Ich werde den Jungen ja nicht sterben lassen! Wir müssen uns beeilen. Er hat schon sehr viel Blut verloren, braucht dringend eine Transfusion. Bringen Sie ihn direkt ins OP-3. Jakob, oh Gott, nein! Herr Beate, halten Sie bitte an. Was ist hier los? Sind Sie die Mutter von Jakob Bremer? Ja, bitte sagen Sie mir, was hier los ist. Ihr Sohn ist mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Ich habe schon sowas befürchtet, als mein Auto weg war. Jakob hat doch keinen Führerschein. Was stehen Sie denn hier noch so rum, direkt ins OP-3? Wie schlimm ist das? Die Chancen stehen gut, dass Ihr Sohn sich vollständig erholt. Aber er braucht dringend eine Bluttransfusion. Wissen Sie, welche Blutgruppe er hat? Ah, negativ. Okay. Sie können im Aufenthaltsraum warten. Ich komme zu Ihnen, wenn es Neuigkeiten gibt. Das hatte Jakob Bremer dabei. Was ist los? Das ist eine Patientenverfügung. Offensichtlich lehnt Jakob aus religiösen Gründen jede Form von Bluttransfusion ab. Ohne eine Transfusion können wir Ihren Sohn allerdings nicht für eine OP stabilisieren. Egal, was da drin steht, geben Sie meinem Kind das Spenderblut. Sie müssen den Jakob doch retten. Das Problem ist, ich darf nicht gegen den Patientenwillen verstoßen. Sonst mache ich mich strafbar wegen Körperverletzung. Ich rufe sofort meine Anwältin an. Beeilen Sie sich. Uns bleibt ungefähr noch eine Stunde. Ran. Hallo, Entschuldigung, könnten Sie mir bitte sagen, wo das Zimmer von Jakob Bremer ist? Danke. Hallo. Gott sei Dank, da sind Sie endlich. Hallo, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Wie geht es Ihrem Sohn, Frau Bremer? Schlecht. Dieser Wisch hindert die Ärzte daran, ihm zu helfen. Das ist das Original. Die Krankenhausverwaltung hat sich das Schreiben kopiert. Er braucht dringend Spenderblut. Aber angeblich lehnt er aus Glaubensgründen eine Transfusion ab. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das schwerfällt. Aber wenn Jakob diese Verfügung freiwillig und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte abgegeben hat, dann müssen wir die akzeptieren. Er hat das niemals freiwillig unterschrieben. Er hat sich von dieser Lichtgemeinde entfernt. Ja gut, wenn das so ist, dann werde ich so schnell wie möglich versuchen, diese Verfügung außer Kraft zu setzen. Was ist es denn für eine Gemeinde? Eine dämliche Sekte. Die Gemeinde des himmlischen Lichts wird von Hubert Zeiler geleitet. Einem miesen Verführer. Diese Wirrköpfe nehmen die Bibel wörtlich und halten sich an alttestamentarische Grundsätze. Klingt ziemlich streng. Aber sie kriegen immer mehr Mitglieder. Früher hatten sie ein Zentrum in einem alten Bauernhof. Jetzt haben sie ein Zentrum mitten in der Stadt. Ja, und wie ist Jakob an diese Sekte geraten? Er ist den Heilsversprechungen von Hubert Zeiler verfallen. Aber Jakob ist nicht dumm. Er hat diesen Typen durchschaut. Ja, und inzwischen hat seine Begeisterung nachgelassen. Er wollte sich nicht mehr vorschreiben lassen, wie er sein Leben zu leben hat. Er hat immer wieder angedeutet, dass er frei sein will. Haben Sie einen Moment, Frau Bremer? Das ist Frau Brückner, meine Anwältin. Sie wird beweisen, dass diese Verfügung nicht gültig ist. Dr. Brandt, guten Tag. Freut mich, Hanna. Jakobs Zustand ist im Moment noch stabil. Aus medizinischer Sicht braucht er dringend eine Bluttransfusion. Aber solange diese Verfügung im Raum steht, kann ich nichts tun. Ich habe jetzt das Original des Schreibens. Ich werde sofort die Echtheit überprüfen lassen. Da müssen Sie sich aber beeilen. Ihm bleibt nicht mehr als vielleicht eine Dreiviertelstunde. Frau Bremer bangt um das Leben ihres Sohnes. Natürlich kann sie nicht akzeptieren, dass die Ärzte nicht sofort alles unternehmen, was zur Erhaltung von Jakobs Leben notwendig wäre. Aber das Recht auf freie Selbstbestimmung ist für die Ärzte verbindlich und muss von diesen respektiert werden, selbst wenn es gegen die Interessen des Patienten geht. Auch ich respektiere selbstverständlich Jakobs Wunsch. Aber ich muss feststellen, ob diese Patientenverfügung wirklich von ihm unterschrieben wurde und auch seinem freien Willen entspricht. Oh, yeah.
Jakob braucht jetzt meinen Beistand. Bitte lassen Sie mich zu ihm. Nochmal zum Mitschreiben. Sie dürfen nicht zu Herrn Bremer. Es sind nur Familienangehörige zugelassen. Sie Monster! Sie sind schuld daran, wenn Jakob stirbt! Wovon sprechen Sie, Frau Bremer? Ich rede von der hirnverbrannten Patientenverfügung. Sie und Ihre Pseudo-Jünger haben meinen Jakob doch gezwungen, das Ding zu unterschreiben. Ich kann Ihren Zorn verstehen, Frau Bremer. Und ich weiß, dass die Wege des Lichts nur schwer zu verstehen sind. Nicht jeder erkennt den himmlischen Willen. Aber Sie haben die Erleuchtung gepachtet, oder wie? Jakob wusste sehr genau, warum er die Patientenverfügung unterschrieben hat. Und ich bin sehr froh, dass er mit seinem Wunsch hier in der Klinik bei Ihnen, Frau Dr. Brandt, respektiert wird. Das hat doch keinen Sinn, Frau Bremer. Wie können Sie nur so einen Blödsinn predigen? Was hat Ihre Sekte davon, wenn mein Junge hier stirbt? Es geht hier um viel mehr als Ihren Sohn. Es geht darum, was in den Heiligen Schriften steht. Das sind nun mal die Gesetze unseres Glaubens und das wissen Sie, Frau Bremer. Mein Sohn verblutet. Und Sie erzählen mir hier von irgendwelchen 1000 Jahre alten Schriften. Jakob hatte genug von Ihren bescheuerten Regeln. Jakob wollte aussteigen. Diese Verfügung haben Sie ihm doch aufgezwungen. Es kann schon sein, dass Jakob sich im Zorn mal so geäußert hat. Aber ich vergebe ihm. Sie vergeben meinem Sohn? Selbstverständlich. Die Verfügung beweist doch, dass Jakob immer noch sehr fest in seinem Glauben ist. Deshalb hat mich das Licht hierher geführt. Ich bin hier, um Sie zu trösten. Jakob braucht jetzt kein fremdes Blut. Er braucht nur den Beistand unseres Herrn. Sie haben ja völlig den Verstand verloren. Sie sollten jetzt besser gehen, Herr Zeiler. Ich war immer wie ein Vater zu Jakob. Und ich habe auch Sie immer unterstützt, Frau Bremer. Besonders damals, nach der Trennung von Ihrem Mann, als Sie auf der Straße standen. Oder haben Sie es schon wieder vergessen? Ich will, dass Sie Jakob in Ruhe lassen. Verschwinden Sie! Sie haben Frau Bremer gehört. Herr Zeiler, bitte verlassen Sie die Klinik. Die ganze Gemeinde betet für Jakob. Und auch für Sie, Frau Bremer. Hoffentlich beeilt sich Frau Brückner. Frau Brückner, hallo. Hallo, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Es geht um Jakob Bremer. Wie ich gehört habe, untersuchen Sie seinen Autounfall. Das ist richtig. Unsere Techniker sind da schon dran. Er kämpft ums Überleben. Oh, das... Oh Gott, das, ich wusste nicht, dass es so schlimm steht. Wie kann ich helfen? Jakob braucht dringend eine Bluttransfusion, sonst wird er sterben. Aber aufgrund dieser Patientenverfügung hier sind den Ärzten die Hände gebunden. Ich denke, da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Da brauchen Sie eine richterliche Verfügung. Keine Zeit. Jakobs Mutter ist davon überzeugt, dass die Verfügung gefälscht ist. Jakob ist anscheinend Mitglied einer Glaubensgemeinschaft und wollte dort austreten. Und wenn seine Mutter recht hat mit ihrem Verdacht, insbesondere was die Fälschung angeht, dann könnten die Ärzte natürlich sofort im Krankenhaus loslegen. Verstehe. Sie wollen von uns jetzt, dass wir das Dokument und die Unterschrift auf Echtheit überprüfen. Genau. Und Jakobs Mutter hat mir auch noch den Schülerausweis von ihm mitgegeben mit der Unterschrift hinten drauf zum Abgleich. Bring das mal ganz schnell nach oben zu den Kollegen. Die sollen das sofort überprüfen, ja? Mach den Druck. Und die sollen sich bitte wirklich beeilen. Aber wir müssen realistisch bleiben, Frau Brückner. Also ich befürchte, das wird schwierig für unsere Spezialisten, das auf so kurze Zeit zu überprüfen. Ja, das ist mir schon klar. Aber es ist die einzige Hoffnung, die meine Mandantin hat. Und ich brauche einfach sofort eine Einschätzung von einem Experten. Übrigens, der Jakob Bremer kam für uns aus völlig unerfindlichen Gründen von der Straße ab. Die Sicht war gut, die Straßenführung gerade. Fremdeinwirkung? Nee, die Kollegen von der KTU konnten Spuren in der Richtung nicht feststellen. Aber haben Sie kurz Zeit? Naja, ich muss ja eh das Ergebnis der Schriftprüfung abwarten. Ja, da ist was, das passt mir in der ganzen Geschichte nicht. Ich würde Ihnen gern was zeigen. Kommen Sie mal mit. Gerne. Nehmen Sie Platz, bitte. Dankeschön. Ich habe hier eine Tonbandaufzeichnung. Und zwar von dem Notruf. Der kam vor einer Stunde bei den Kollegen rein. Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Hier ist ein schwerer Unfall passiert.
circa einen Kilometer nach der Brücke. Zugangsstraße zur B9. Gibt es Verletzte? Ja. Einer, bitte kommen Sie schnell. Wie heißen Sie? Ich. Hallo, sind Sie noch da? Ja. Ist das alles? Kein Name? Keine Angaben zum Unfall? Nichts. Der Notruf wurde über das Handy von Jakob Bremer abgesetzt. Deshalb konnten wir auch die Frau nicht über die Rufnummer identifizieren. Merkwürdig. War denn sonst noch jemand am Unfallort, als die Rettungskräfte eintrafen? Nee, nur Jakob Bremer und er saß in seinem Fahrzeug auf dem Fahrersitz. Und waren leider nicht mehr ansprechbar. Die Frage ist doch, war diese Frau zufällig am Unfallort oder kannte sie Jakob? Der Stimme nach zu urteilen, dürfte sie im gleichen Alter wie Jakob Bremer gewesen sein. Vielleicht ist ja Jakob noch mal nach dem Unfall zu sich gekommen und hat mit dieser Frau gesprochen. Ja, aber warum ist sie dann nicht da geblieben? Sie war die einzige Zeugin. Warum anonym bleiben? Gute Frage, keine Ahnung. Vielleicht, weil sie auch irgendwie in den Unfall involviert ist? Oder vielleicht sogar eine Mitschuld daran trägt? Ja, unsere Kriminaltechniker konnten nichts in der Richtung feststellen. Auch keine Spuren über ein weiteres Fahrzeug, wie Lackspuren oder Bremsspuren. Rennt die Zeit davon. Jakob hat höchstens noch 30 Minuten. Wann bekomme ich denn das Ergebnis, ob diese Patientenverfügung nun rechtsverbindlich ist? Ich hake gleich noch mal nach. Danke, Herr Schwert. Brückner? Ah, Frau Bremer. Ja, ich warte noch auf das Ergebnis der Schriftprüfung. Und? Wie geht es Jakob? Ja, natürlich. Ich beeile mich. Ich mache so schnell ich kann. Ich melde mich bei Ihnen, ja? Auf Wiederhören. Jakobs Zustand ist soweit stabil, aber ihm rennt die Zeit davon. Inzwischen sind die Umstände des Unfalls mehr als merkwürdig. War Jakob aus reiner Leichtsinnigkeit mit dem Wagen seiner Mutter unterwegs? Oder steckt etwas ganz anderes hinter dieser verhängnisvollen Fahrt? Und wer war diese junge Frau, die diesen Notruf gestartet hat und dann aber spurlos vom Unfallort verschwunden ist? Ich muss jetzt was tun. Ich kann nicht einfach nur so warten. Ich fahre jetzt mal zu diesem Gemeindeleiter. Denn aufgrund der Fahrtrichtung spricht vieles dafür, dass Jakob vor seinem Unfall bei ihm war. Vielleicht kann er mir ja irgendwie helfen. Und vielleicht kann ich diesen Gemeindechef ja irgendwie dazu bringen, dass er es doch erlaubt, dass Jakob dieses Spenderblut bekommt. Oh Mann, hoffentlich bekommt Herr Schwert schnell die Ergebnisse. Hallo, hier Diems. Guten Morgen, Simone. Herr Zeiler? Simone, bitte fahren Sie sofort ins Krankenhaus zu Jakob Bremer. Warum denn? Was ist denn mit Jakob? Jakob hat einen schweren Unfall und die Ärzte wollen ihm jetzt, wie Sie sich vorstellen können, Spenderblut aufdrängen. Das geht nicht. Ich hatte jetzt gerade eine Nachtschicht und jetzt habe ich frei. Egal, na und? Es geht hier nicht um persönliche Befindlichkeiten. Es geht hier um das Wohl und den Zusammenhalt unserer Gemeinde. Das verstehe ich, ja, Herr Zeiler, aber es fällt auch auf, wenn ich da rumlaufe, obwohl ich keinen Dienst habe. Wegen des Dienstplans wird Ihnen schon etwas einfallen. Simone, ich verlasse mich auf Sie. Sie halten mich auf dem Laufenden, ja? Schwester Simone, haben Sie heute Dienst? Na, eigentlich nicht, aber ich wollte nächste Woche spontan frei und dann habe ich meine Schicht getauscht. Und was machen Sie im Zimmer von Herrn Bremer? Ich weiß, dass ich nicht hier sein sollte, aber als ich von dem schweren Unfall gehört habe, da wollte ich nach dem Jungen sehen. Ich kenne doch den Jakob vom Sportverein. Das kann ich gut verstehen. So was nimmt einen ganz schön mit. Am liebsten würde ich Jakob sofort operieren. Aber das macht ohne das Spenderblut überhaupt keinen Sinn. Das macht mir ganz schön zu schaffen. Ich habe von der Verfügung gehört, also es
Sie tun das einzig Richtige, wenn Sie Jakobs Wunsch befolgen. Sehe ich anders. Ich kann zumindest nicht nachvollziehen, warum ich einem Patienten nicht so helfen kann, wie es nötig wäre. Ist doch totaler Blödsinn. Aber ich muss mich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Ja, ich muss dann auch mal wieder. Ich werde bestimmt schon vermisst auf meiner Station. Bitte. Ich weiß, wie schlimm es um Jakob steht. Die ganze Gemeinde betet für ihn. Tja, beten alleine hilft aber nicht. Deswegen bin ich hier. Ich möchte, dass Sie Jakob von den strengen Regeln Ihrer Gemeinde befreien. Insbesondere dem Verbot der Bluttransfusion. Warum sollte ich das tun? Um sein Leben zu retten? Ich will, dass Sie ins Krankenhaus kommen und Jakob bei der erstbesten Gelegenheit, die sich bietet, den Druck nehme, damit er sich frei entscheiden kann. Patientenverfügung trägt seine Unterschrift. Es ist und bleibt seine freie Entscheidung. Ach ja? Jakobs Mutter hat mir erzählt, dass ich Jakob in letzter Zeit von dieser Gemeinde des himmlischen Lichts entfernt hätte. Gibt es dafür einen konkreten Grund? Jakob war und ist unserer Gemeinde nach wie vor sehr eng verbunden, auch unseren Regeln. Egal, was Frau Bremer behauptet. Ja, Regeln, die ihn jetzt vielleicht sein Leben kosten. Er braucht dringend dieses Spenderblut, das wissen Sie ganz genau. Sehen Sie, Frau Brückner, das Alte Testament lehrt uns, dass wir Blut nicht mischen sollen. Mhm. Und für diese Lehre soll Jakob sein Leben opfern? Wohl kaum. So eine Patientenverfügung hat jedes Mitglied unserer Gemeinde. Da ist Jakob keine Ausnahme. Sonst wäre unser Glaube ja auch billiger Zirkus. Die Menschen verstehen das. Sehen Sie, Frau Brückner, wir geben echte Orientierung. Kein Fehlerfanz. Gerade deshalb hat unsere Gemeinde auch in letzter Zeit so großen Zulauf. Dann wächst also die Zahl der Gemeindemitglieder? Und wie? Bis vor kurzem waren wir noch hier auf diesem Bauernhof zu Hause. Da ist aber alles zu klein geworden. Naja, und hier in dem neuen Gemeindezentrum sind wir auch näher an den Menschen dran. Ja, wenn Sie näher an den Menschen dran sind, dann sollten Sie auch an Ihrem Leben interessiert sein, oder? Jetzt mal Tacheles, ich möchte, dass Sie Jakob, wenn er aufwacht, von Ihren strengen Regeln befreien, damit er überlebt. Sie stürzen doch nicht nur Jakob, sondern auch seine Mutter ins Verderben. Im Gegenteil. Wir haben Jakob und seine Mutter nie allein gelassen. Nie. Wie meinen Sie das? Frau Bremer war damals nach der Trennung von ihrem Mann mittel- und arbeitslos. Wir haben ihr ein neues Zuhause gegeben. Sie wohnt seit 2 Jahren in einer Wohnung, die Eigentum der Gemeinde ist. Über einen längeren Zeitraum hat sie auch einen finanziellen, sozialen Zuschuss von uns bezogen. Ja, aber Frau Brelema glaubt doch gar nicht an ihre Lehre. Aber Jakob, und er ist wie ein Sohn für mich. Weiß Jakob von diesen finanziellen Zuwendungen? Davon gehe ich aus, ja. Unglaublich. Da droht ein Jugendlicher zu sterben und Hubert Zeiler versteckt sich hinter 4000 Jahre alten Schriften. Dabei ist er doch nicht mal halb so fromm, wie er vorgibt zu sein. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass die Familie Bremer offensichtlich finanziell abhängig ist von dieser Gemeinde. Warum hat mir Frau Bremer davon nicht erzählt? Schämt sie sich? Oder hat sie vielleicht Angst, dass sie die finanziellen Zuwendungen verliert, wenn Jakob dieses Spenderblut bekommt? Vielleicht nimmt ja auch Jakob einfach eine falsche Rücksicht auf seine Mutter, weil er Angst vor ihrem Ruin hat. Ich muss auf jeden Fall mit Frau Bremer sprechen. Jakob, bleiben gerade noch 10 Minuten. Tun Sie doch endlich was. Retten Sie meinen Sohn. Tut mir sehr leid. Aber das ist wirklich nicht so einfach. Wenn ich gegen die Verfügung verstoße, mache ich mich strafbar und verliere meine Zulassung als Ärztin. Wenn Jakob nicht in spätestens 10 Minuten das nötige Spenderblut erhält, kann ich nichts mehr für ihn tun. Meine Anwältin ist gleich wieder da. Bestimmt ist die Verfügung eine Fälschung. Hoffen wir es. Bitte, Frau Doktor, Sie können schon alles für die Transfusion vorbereiten. Ich verspreche es Ihnen. A negativ. Wir haben Ihren Sohn so weit stabilisiert, dass er sofort wieder zu sich kommen könnte. Das ist ja großartig. Dann kann er Ihnen persönlich sagen, dass er nichts gegen eine Bluttransfusion hat. Genau das hat Frau Brückner auch gesagt. Wenn es sein Wunsch ist, dann kann er die Verfügung selbst widerrufen. Kommen Sie. Frau Brückner! Kommissar Schwert!
Hallo. Hallo. Ich war gerade auf dem Weg zur Dienststelle und habe einen Anruf bekommen von unserem Graphologen, der sich die Patientenverfügung angesehen hat. Und? Sehen Sie, jede Unterschrift, auch wenn sie von derselben Person stammt, hat immer geringe Abweichungen. Die Unterschrift von Jakob Bremer auf der Patientenverfügung, die ist identisch. So, unser Spezialist geht davon aus, dass sie gefälscht ist. Ja, aber das ist ja wunderbar. Das brauche ich sofort schriftlich. Ich werde das sofort veranlassen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Ich rufe Sie gleich mal vom Auto aus an. Bis dann. Ich werde Sie auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Perfekt.